Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr gekommen seid. Trotz des Regens haben sich wahrscheinlich einige auf ihre Fahrräder gesetzt. Ich möchte euch heute Morgen einen ganz besonderen Gast vorstellen, und zwar den Arne Kopfermann, der hier vorne schon sitzt. Arne, komm doch schon mal auf die Bühne. Wir haben heute nicht nur einen besonderen Gast, sondern auch ein besonderes Format. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass wir hier aufgebaut haben. Wir werden einen Talk-Gottesdienst machen, wo der Arne uns ganz, ganz viel aus seinem Leben erzählen wird und auch über eine richtig dramatische Situation, die sich in seinem Leben zugetragen hat. Ich möchte trotzdem ganz kurz vorher noch ausholen, für diejenigen, die den Arne nicht kennen. Er ist ein ganz bekannter Lobpreisleiter, und ich glaube, es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass durch deine Produktionen und deine eigenen Lieder du wirklich über viele Jahre mit auch die Lobpreislandschaft in unserem Land mitgeprägt hast. Und ich kann mich erinnern als Jugendlicher, wie ich die Lieder gesungen habe und wie sie mir wirklich zu Herzen gegangen sind. Und jetzt ist aber so, dass der Arne seit einigen Jahren auch ein Buchautor ist, angefangen hat zu schreiben. Und das hat Arne mit der Situation zu tun, die das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, zumindest ich als jemand, der auch Vater bin. Arne hat seine Tochter verloren, die noch sehr jung war, und hat diese Erfahrungen in ein Buch gepackt und möchte uns heute davon erzählen, wie er mit diesem Riesenschmerz umgegangen ist und mit der Hilfe von Jesus auch einfach wieder den Weg zurück ins Leben gefunden hat. Vielen Dank dafür, Arne, dass du hier bist. Danke. Hallo. Arne, bevor wir einsteigen in dein Buch und in die Geschichte, möchtest du uns ganz kurz erzählen, wer du bist und vielleicht auch, wie du selbst zu Jesus gefunden hast? Gerne. Ich war 12 Jahre alt, als im Konfirmandenunterricht, also im Konfirmandenunterricht von Pastor Kopfermann, meinem Vater, in Hamburg an der St. Petrikirche, das Thema Lebenshingabe auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und ich habe das vorher schon mal bei einem Konzert von Manfred Siebald erwogen. Den wird auch nur die ältere Generation kennen, vermutlich. Aber der hat damals in der Messe in Hamburg schon so einen ersten Aufruf gestartet. Da habe ich mich noch nicht getraut. Ich bin so ein klassisches Pastorenkind, was reingeboren wurde in den Glauben, wenn man so möchte, und trotzdem so seinen eigenen Moment gebraucht hat, wo er gesagt hat, das gilt für mich, das zählt. Und seitdem hat mich Glaube begleitet und bin dann mit 14 Lobpreisleiter geworden. Das war in Hamburg in einer wachsenden Kirche, innerhalb von wenigen Jahren von 100, 100, 150 Leute auf deutlich über 1000 Gottesdienstbesucher angewachsen ist. Und da stand ich eigentlich schon relativ früh mit 16, 17 Jahren dann jeden Sonntagabend vor vielen hundert Leuten und habe Musik gemacht. Das hat mich sehr geprägt und begleitet und auch so den Berufsweg geprägt. Ich habe überlegt, habe zuerst Theologie studiert, konnte mir da nicht vorstellen, auf einer landeskirchlichen Kanzel zu enden, und bin dann Musiker geworden, hauptsächlich im freikirchlichen Bereich, gemeindlich selber als Mitglied gewesen, aber komme sehr stark rum und sehe viele Gemeinden seitdem. Hat es da dann was Besonderes gebraucht, als Jugendlicher zu sagen, jetzt mache ich den Glauben, den ich mitbekommen habe, mal zu meinem eigenen Glauben? Hast du da so einen Krisenmoment mal gehabt oder wie war es da? Also das Besondere, was mir geholfen hat, war, dass, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen drehen, da sitzen ja mehr Leute als hier, was mir besonders geholfen hat, ist, dass wir eine aktive Jugendarbeit hatten, die relativ autark war. Es ist ja das Ding, dass man als Jugendlicher sich von seinen Eltern eigentlich ein bisschen abtrennen muss, ne? Man muss sein eigenes Ding machen, deswegen singen ja Jugendliche auch, by the way, so viel Englisch. Das ist ein Zeichen, um sich von den Erwachsenen abzugrenzen, weil die Deutsch singen. Und dann kommt irgendwann der Switch, der ist so Mitte 20, und dann singen die Leute wieder Deutsch. Das ist jetzt ein bisschen eng geführt, aber es stimmt schon was. Und mir hat es sehr geholfen, dass wir eine sehr, sehr autonome Jugendarbeit hatten, die toll war und die sehr leidenschaftlich war, was ihren Glauben anging. Und dass ich nicht alles mit meiner Familie, gleich meinem Vater und Pastor in Personalunion abmachen musste. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ja, Arne, und dann warst du unterwegs als Lobpreisleiter. Du hast viele, viele Lieder geschrieben. Du hast vor vielen Menschen gedient. Lieder, die dein Vertrauen gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Und dann kam dieser Moment, über den du in deinem Buch berichtest. Und ich habe dein Buch vor 2 Tagen gelesen
und habe wirklich 4 Stunden lang nur weinen müssen, weil mich das so berührt hat. Da kam der schlimmste Moment, den man sich vorstellen kann, zumindest als Vater. Was ist da passiert? Wir waren 2014 im Urlaub an der Ostsee und wollten in den Hansapark fahren, waren in Lübeck in einer Ferienwohnung und wir waren 1,5 Kilometer vor dem Hansapark, als ich auf eine Vorfahrtstraße eingebogen bin und das Taxi nicht gesehen habe, was mir entgegengekommen ist. Man hat später gesagt, die Zeugen haben später gesagt, dass an diesem letzten Sommertag die Sonne sehr, sehr tief stand. Und es gab den entsprechend katastrophalen Crash. Meine Tochter saß hinter mir, Sarah, sie wäre am Tag nach ihrem Tod 11 Jahre alt geworden. Und vermutlich war sie sofort tot. Wir haben noch 10 Tage auf der Intensivstation verbracht, zwischen Beten und Bangen, zwischen Hoffen und dann irgendwann loslassen müssen und glauben im Nachhinein, dass diese Zeit eigentlich für uns da war, um Abschied zu nehmen, weil es keine Lebenszeichen mehr in dieser Phase gegeben hat. Und das hat das Leben von einem Moment zum nächsten auf den Kopf gestellt. Wenn man dein Buch liest, dann spürt man, was für eine riesengroße Liebe du zu deiner Tochter gehabt hast. Du sprichst immer wieder von dein geliebtes Mädchen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich saß dabei, du beschreibst dann auch die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, als du da im Auto saßt und ihr euch umgedreht habt und eure Tochter gesehen habt. Und wie hast du diese Momente erlebt, als der Unfall passiert ist, als dann die Krankenwagen kamen, als sie ins Krankenhaus gingen? Was ich auch gedacht habe, war Gott spürbar für dich in dieser Zeit oder hat einfach nur das Chaos in deinem Herzen regiert? Wie war das? Eine Mischung aus alledem, was du gerade beschrieben hast. Zuerst mal ist ja Trauma Trauma, man steht neben sich. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder wie so die Zeit wird angehalten und man erinnert doch wieder ganz viel auch im Nachhinein. Ich werde nie vergessen, wir hatten diesen Crash, Ersthelfer sind gekommen, haben sich um Sarah gekümmert. Ich habe daneben gestanden und gebetet, rette mein Kind. Und in dem Moment ging mir ein Lied durch den Kopf, was von einem Musiker Kollegen und Freund ist, den ich lange nicht gesehen hatte. Everything's gonna be alright, my father's here. Alles kommt in Ordnung, denn mein Vater ist hier. Wenn er sich nur zeigt, dann wird alles gut so. Und ich habe das zuerst darauf bezogen, dass Gott mir damit zuspricht, dass Sarah leben darf. Das war so der erste Gedanke. Und ich glaube, was ich gelernt habe im Nachhinein ist, dass es diese Zusage war, dass Gott sie in Empfang genommen hat vom ersten Moment an. Dass in dem Moment des Aufpralls er sich bereits um sie gekümmert hat. Und wir haben in den letzten 8 Jahren nie das Empfinden gehabt, dass es Sarah schlecht geht. Das ist ganz schwer zu erklären. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Veranstaltungen gemacht zu diesem Thema Trauer und bin immer wieder gefragt worden, warum habt ihr euren Glauben nicht verloren? Und am Anfang habe ich so reflexartig geantwortet, ich glaube, das ist ein Begriff, den Andreas Malessa mal geformt hat. Er hat gesagt, christliche Musiker sind Sandkastenprominente. Wenn du über ein christliches Festival läufst, bist du bekannt wie ein bunter Hund und wenn du im nächsten Edeka bist, kennt dich keine Sau. So, heißt aber auch, dass als das Ganze dann durch die christliche Presse ging, IDEA hat dann innerhalb von einem Tag mich angerufen und gesagt, Herr Kopfermann, IDEA ist der Informationsdienst der Evangelischen Allianz, also ist so ein Presseorgan im christlichen Bereich und hat gesagt, bitte sagen Sie uns, wie es Ihnen geht. Wir müssen über die Geschichte berichten und so. Also war ich von früh an schon gezwungen, mir relativ früh Rechenschaft darüber abzulegen, was passiert ist. Und so eine der Geschichten, die ich ganz früh gemerkt habe, das war nie das Problem, dass ich nicht glauben konnte, dass es Sarah gut geht, sondern das ging mit uns. Und ich habe auf die Frage hin, warum habt ihr den Glauben nicht verloren, am Anfang gesagt, weil so viele Leute für uns gebetet haben. Wir haben buchstäblich von allen Erdteilen gehört, dass Leute für uns gebetet haben in diesen 10 Tagen. Und im Nachhinein habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und gedacht, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, weil wenn die hübsche, ältere Rita, die nur 3 Leute in ihrem Leben hat, die für sie beten und ihr die Arme hochhalten können, für Gott nicht Grund genug ist, diese Erhörung ihres Gebetes oder das von anderen Menschen zu erreichen und
und ihr Glauben zu schenken in der trostlosesten Situation. Warum soll ich es dann besser haben, nur weil Gott dir sagt, oh, ich sehe viele Leute winken, da ist in Hessen gerade ein Ehepaar, was meine Hilfe braucht. Also, dass diese Vorstellung, mehr Gebet gleich Gott handelt, wahrscheinlicher, dass die eigentlich überhaupt nicht mit Gottes Wesen in Übereinstimmung zu kriegen ist. Mit anderen Worten, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass wir den Teil nie haben vermissen müssen. Wir sind am Glauben geblieben, aber dieser Glaube hat schon Phasen durchlaufen. Und dennoch schreibst du, als du, glaube ich, in der Ambulanz saßt, in deinem Buch, dass auf einmal dir der Gedanke durch den Kopf ging, wenn jetzt meine Tochter stirbt, dann wird mein Leben nie mehr das Gleiche sein. Ich weiß nicht, was das mit meiner Familie macht. Ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt dir irgendwie auch schon der Gedanke durch den Kopf ging, ich bin das Auto gefahren, ich bin schuld an dem, was jetzt passiert ist. Ich stelle mir das so vor, das zieht einem schon auch den Boden unter den Füßen weg. Ja, tut es. Und deswegen sage ich, das eine ist die Vorstellung, was macht es mit Sarah? Und ist das gerade ein schlimmer Ort, wo sie ist? Und das andere ist, was macht es mit uns? Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Über dem Meer, und das ist relativ bekannt geworden. Und da heißt es, 1000 Jahre sind für dich ein Tag. Und auf dem Abschiedsgottesdienst kam ein Freund zu mir und sagte, wenn das stimmt, dann ist es für Sarah so, als wenn sie gerade zur Schule gehen würde. Und wenn sie nach Hause kommt, seid ihr wieder da. Das war aus der Perspektive sehr tröstlich, dass es um Sarah nicht geht. Aber die andere Seite der Medaille ist, für uns sind 30 Jahre schlimme 30 Jahre, weil sie 30 Jahre ohne bedeuten. Und das ist wie eine Amputation. Leute, die so einen Verlust noch nie erlebt haben, würden das vielleicht eher vergleichen mit, man hat so einen Beinbruch, man wird von einem Moment zum nächsten aus dem Leben gerissen und dann hat man eine komplizierte Operation und muss seinen Bein 3 Monate hochlegen und irgendwann hast du vielleicht Reha-Maßnahmen und fängst dann aber wieder normal an zu laufen. So als hättest du so das Gröbste hinter dir im Prinzip. Du wirst vielleicht nie wieder einen Marathon laufen, falls du mal gelaufen sein solltest, aber du wirst schon wieder relativ normal im Leben stehen. Und das Bild passt halt für uns nicht. Wir sind amputiert. Das heißt, ein Teil von uns fehlt und und diese Lücke irgendwie zuzureden, das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben all diese Empfindungen gab es. In Deutschland zerbrechen 4 von 5 Ehen an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es sogar 19 von 20. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Menschen Trauer ganz, ganz unterschiedlich verarbeiten. Also der eine frisst es nach innen und will fast davon nichts zeigen und der andere muss es in die Welt herausschreien. Der eine sagt, wenn du ein Wort auf Facebook oder auf Instagram setzt, lasse ich mich von dir scheiden. Und der andere sagt, aber ich will doch nur, dass Leute Anteil nehmen und für uns beten. Und das tut uns doch gut. Der eine geht arbeiten, um zu verarbeiten. Also ich habe die Sachen immer mit auf die Bühne genommen. Ich habe das thematisiert, ich habe darüber Lieder geschrieben und am Ende auch 2 Bücher. Und meine Frau ist arbeiten gegangen, um sich verlustfreie Räume zu schaffen. Also Räume, die nicht mit Sarah verbunden sind. Nur ist das für unsere Konstellation, der eine trauert nach innen, der andere trauert nach außen. Der eine ist ein Flüchter, der andere ein Bewahrer. Der eine will im Prinzip die Flucht nach vorne antreten, weil nichts mehr so ist, wie es mal war, während der andere krampfhaft versucht, auf den Ruinen des eigenen Leides das Beziehungshaus neu aufzubauen und zu sagen, wir stehen doch zusammen, wir sind doch eine Familie, das ist doch das, was uns bleibt. Also diese Muster der Unterschiedlichkeit, die gibt es fast in jeder Konstellation von Trauernden. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Konzertlesungen gegeben, und mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, die Kinder verloren haben, die junge Erwachsene Kinder verloren haben oder auch andere Menschen. Und es ist fast immer so, dass in einem Paar nicht gleich zugleich gesellt sich gern zusammenkommt, sondern Gegensätze ziehen sich an. Und dass diese Gegensätze sich auch äußern in der unterschiedlichen Art und Weise, wie Trauer verarbeitet wird. Und das macht es sehr einsam, am Anfang damit umzugehen. Das war dieses Initialgefühl, wenn Sarah jetzt stirbt, dann ist mein Leben vorbei, weil ich nicht weiß, wie wir das zusammen hinkriegen sollen. Und das war in dem ersten Jahr schrecklich schwer. Das war nicht sehr beeindruckend, als ich dein Buch gelesen habe, einfach so unterschiedlich unsere Persönlichkeiten sind, so unterschiedlich ist auch der Umgang mit schlimmen Situationen, mit Trauer. Ich würde dich da gerne nachher nochmal was dazu fragen, aber du hast
Du hast angesprochen, dass es diese Zeit gab im Krankenhaus, wo dann Sarah angeschlossen war an die Schläuche und wo ihr natürlich erstmal als erste Reaktion hattet, wir beten dafür, dass Gott ein Wunder tut. Ja. Und du schreibst es dann am Tag 2, da habt ihr auch ein E-Mail verfasst und dann heißt es hier, wir haben uns entschieden, für ein Wunder zu beten und unseren Gott anzuflehen, übernatürlich einzugreifen. Und am Tag 10 kam dann der Moment, wo die Ärzte immer mit euch geredet haben und es ging darum, die Geräte abzuschalten und diese Spannung zwischen diesem Ich glaube an ein Wunder und dem Moment, wo man dann sich eingestehen muss, vielleicht antwortet Gott auf dieses Gebet nicht auf die Art und Weise, wie wir ihn bitten. Das ist ja eine Spannung, die wir in ganz vielen Situationen erleben, wenn wir Menschen verlieren, wenn Beziehungen zu Bruch gehen. Was hat dir geholfen oder was hat euch geholfen, Arne, in dem Moment dann auch loslassen zu können? Dass wir keine Wahl hatten. Denn am Anfang haben wir wirklich die Ärzte gefragt, wenn das jetzt ihr Kind wäre, was da liegen würde, wofür würden sie beten? Und die Reaktion war relativ krass, auch von den Leuten, die jetzt nicht zwingend glauben, so als Teil ihres Lebens haben, aber die dann durch diesen Moment nochmal ihre Professionalität so ein bisschen beiseite gelegt haben und gesagt haben, ja, wenn ich in der Situation wäre, das und das müsste passieren und natürlich im selben Moment uns schon gesagt haben, aber das sieht gerade nicht so aus, wenn wir uns die Röntgenbilder angucken. Und uns hat geholfen, dass wir von Anfang an durch die Prognose, die gegeben wurde, die war ja schon am zweiten Tag da, im Prinzip wussten, wenn nicht was ganz, ganz Außergewöhnliches passiert, dann wird es im Tod von Sarah enden, dieser Vorgang hier. Und wir haben dann am Bett sehr viel Zeit verbracht mit Sarah zusammen. Meine Frau hat nachts kaum geschlafen, die hat eigentlich jede Nacht am Bett dort verbracht und auch geschlafen. Und ich habe ab und zu tagsüber, wenn sie dann doch mal eine Dreiviertelstunde einfach raus musste und kräftemäßig am Ende war, oft an ihrem Bett nur gespielt. Also Gitarre hatte ich dabei und ich habe dort am Bett nur gespielt. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich singen soll, aber ich glaube, ich habe noch nie so Musik gemacht in meinem Leben wie in diesen Momenten. Und ich hatte dieses Empfinden, dass die Grenze zwischen dem Hier und dem Jetzt papierdünn wird. Also das ist sehr surreal, auch in der Nachbetrachtung. Es war so, als ob diese zwei Welten, das, was wir hier erleben und was wir noch nicht erleben, dass das sehr eng miteinander verknüpft ist. Und dass ich nur keine Chance hatte, auf die andere Seite rüberzukommen. Und entsprechend, ich glaube, was uns geholfen hat, war eine unfassbar intensiv empfundene Dankbarkeit für Anjas Schwester, die 800 Kilometer von Regensburg gefahren ist, am selben Tag nach dem Motto, ich bin da mal weg, sich verabschiedet hat von ihrem Architekturbüro und dann 2 Wochen uns nicht von der Seite gewichen ist, von Leuten, die uns gesagt haben, wir beten für euch, wir denken an euch und so. Diese Dankbarkeit, die kann mitten neben dem Leid stehen. Das fand ich sehr faszinierend, weil ich das so nicht gedacht hätte, dass es so ist. Dieses Empfinden von, wir sind an einem Ort, das ist wie ein heiliger Moment. Es kam immer wieder mal Krankenschwestern und Krankenpfleger rein, die gesagt haben, dürfen wir uns einfach nur 5 Minuten mal hinsetzen hier und zuhören, während sie spielen. Das war für mich sehr besonders. Ich fand es sehr bezeichnend. Ich weiß nicht, wer sich an die Band Liner erinnert oder an Thea Eichholz. Die hat zu dem Zeitpunkt ihren Mann verloren durch Leukämie. War auch eine große Prochrist-Geschichte damals. Sie war auch bei unserem Abschiedsgottesdienst und hat gesagt, Arne, was ihr gerade erlebt und wie ihr gerade euch von Sarah verabschiedet, das ist unglaublich beeindruckend. Man sieht, wie stark der Glaube euch trägt. Ich würde euch nur gerne darauf hinweisen, dass das so ist wie ein Gewächshaus. Im Moment seid ihr wie unter einer solchen riesigen Glocke von Schutz und irgendwann in diesem ersten Jahr wird sich die Glocke heben. Und dann wird die knallharte Wahrheit euch bewusst werden, was da wirklich passiert ist und wie einschneidend das für euer Leben ist. Und das waren sehr barmherzige Worte. Weiß man erst auf den zweiten Blick. Aber dieses erste Jahr war in vieler Hinsicht entsetzlich schwierig. Wegen der Unterschiedlichkeit, ein 14-Jähriger verarbeitet ganz, ganz anders.
genau. Oft wird Trauer in dem Alter durch Aggressionen verarbeitet und er musste entsprechend ein Jahr später, war auch ein bisschen die Ironie des Schicksals, ein Jahr später auf den Tag genau, ist er im Internat eingeschult worden, weil er einfach aus dem Trauerhaus raus musste. Unsere Familie wäre buchstäblich daran zerbrochen, wenn er weiter da gewesen wäre für eine Zeit. Und das ist eine ganz eigene Geschichte, die ich nicht erzähle, weil ich nur meine eigene Geschichte erzähle. Aber das zu wissen, dass die Auswirkungen sind sehr, sehr krass. Ich will es mal mit einem Bild beschreiben. Ein Jugendlicher kam einige Zeit später auf mich zu und sagte, Arne, soll ich dir mal beschreiben, wie für mich Trauer ist? Für mich ist Trauer wie eine riesige Regentonne, die sich beharrlich mit Wasser füllt. Und ich lasse immer den Deckel drauf. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, dass die Tonne so voll ist, dass sie fast überläuft, dann suche ich mir den ruhigsten Ort, den ich finden kann, den besten Freund, nehme den Deckel ab und lasse gerade so viel Wasser raus, dass der Deckel wieder schließt. Und dann packe ich ihn jetzt drauf. Und bevor du mir jetzt sagst, dass es nicht gesund ist, so viel unterm Deckel zu halten, sage ich dir, es ist die einzige Art und Weise, wie ich mit meiner Trauer umgehen kann, ohne daran zu zerbrechen. Hätte man mich im Sommer 2014 gefragt, ob ich finde, dass das eine reife Art und Weise ist, mit Verlust umzugehen und mit Trauer umzugehen, hätte ich gesagt, kann ja gar nicht. Weil wenn du das alles in dich reinfrisst, dann frisst dich das von innen auf und so weiter. So, ich hätte so ein Zeug erzählt als Nichtwissender. Und heute würde ich sagen, was bist du für ein kluger, junger Mann gewesen damals, dass du bei einem Verlust, der so schwer wog, dass er dich sowieso dein gesamtes Leben begleiten wird, empfunden hast, ich kann nur so und so viel im Moment zulassen und verarbeiten und anderes wird später passieren. Und dieses Wissen, das hat man nicht am Anfang. Also ich kann euch das erzählen und ihr werdet euch vielleicht erinnern, wenn ihr euren nächsten großen Verlust erleiden werdet und der wird irgendwann kommen, weil das Leben nun mal garantiert tödlich endet. Ich kann euch das erzählen, aber dieses Empfinden von, das ist anders und diese Andersartigkeit beim anderen ertragen zu lernen, ist ein Prozess, den kann man nicht vorbeugen. Ne? Das kann man nicht sich jetzt vornehmen, okay, ich werde dich stehen lassen, wenn du anders bist, sondern das zerbricht einem das Herz. Wenn du gerade stabil bist und der andere zerfließt und umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, du meinst es von Herzen gut, wie du reagierst und der andere kann es aber nicht ertragen und klagt dich an entsprechend, wenn dein Sohn vor dir steht und sagt, du hast Sarah umgebracht, wenn solche Dinge passieren, die ja, für mich war ein einschneidender Moment ein Jahr oder ein Dreivierteljahr später, als die Dame, die Staatsanwältin, den ganzen Fall zu den Akten gelegt hat mit folgendem Satz, ich zitiere so aus der Erinnerung, der Beklagte Arne Eckart Kopfermann hat sich vermutlich der fahrlässigen Tötung seiner Tochter Sarah Marie Kopfermann ausreichend verdächtig gemacht. Wir raten jedoch aufgrund Paragraf so und so viele Strafgesetzbuches von einer weiteren Strafe ab, denn die Familie ist mit dem Verlust genug bestraft und findet sich in psychologischer Behandlung. Und so ein Satz ist ja dazu in der Lage, dich zu zerstören. Also wenn ich den jetzt auf dem Boden meines Herzens gelassen hätte und gesagt hätte, den darf keiner angucken, den gucke ich auch nicht an, hätte er mich von innen aufgefressen. Und ich habe Freunde gebraucht und Psychologen gebraucht, in dem Fall einen Traumatherapeuten, mit dem ich 2 Jahre zu tun hatte, der mir vom ersten Moment an gesagt hat, Herr Kopfermann, es ist ein Riesenunterschied zwischen juristischer Schuld und persönlicher Schuld. Das war einfach ein fucking Unfall, der jedem passieren kann. Und so viele Menschen von uns haben einmal einen Schulterblick übersehen und es hätte fatal enden können und es ging nicht anders. Und dass sie das durchmachen müssen, das ist schrecklich, aber es hat nichts mit persönlicher Schuld in dem Sinne zu tun. Und ich musste diesen Satz immer und immer und immer und immer wieder hören. Und zu der Zeit habe ich öfter mal so ein kleines Holzkreuz in der Tasche getragen. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass es gerade wieder übermächtig wird, manchmal dieses Holzkreuz umklammert und gesagt, Jesus, du weißt, was es heißt, Schuld zu tragen. Und wenn ich gerade nichts anderes habe, dann gebe ich dir, was ich gerade zu tragen habe und weißt, du trägst es mit mir mit. Und ich glaube, das war für mich auch der Punkt. Viele Leute, die dramatische Verluste erleben und vorher gläubig waren, haben am Anfang das Gefühl, dass der persönliche Gott ihnen verloren geht. Dass sie den Universalgott nach wie vor stehen lassen können, der das Geschick der Welt in Händen hält, aber dass es ihnen sehr viel schwerer fällt, an diesen persönlichen Jesus zu glauben, der auf mich aufpasst. Ich weiß nicht, wie oft
meine Frau am Bett meiner Tochter das Lied umgedichtet gesungen hat. Morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt, weil sie nicht ertragen konnte zu singen. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und irgendwann haben wir da mal nachgeschaut, aus welcher Zeit dieses Lied eigentlich kommt, und haben herausgefunden, dass es geschrieben wurde in einer Zeit, wo die Kindersterblichkeit der unter 10-Jährigen bei 30% lag und wo es eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, dass dein Kind am nächsten Tag aufwacht. Und damit umzugehen, einen Weg zu finden, heißt auch den Glauben in den unterschiedlichen Schritten bewusst anzuschauen, zu stehen, nicht stehen zu bleiben, sondern zu sagen, die und die Sätze muss ich hinter mir lassen. An ein bestimmtes Gottesbild kann ich so nicht mehr glauben. Und dann aber auch zu schauen, was gewinne ich für das, was ich vielleicht verliere. Du schreibst es in deinem Buch, dass dein Gottesbild sich auf jeden Fall verändert hat. Und was ich aber trotzdem so beeindruckend fand, auch am Ende, du hast gesagt, ich war nie bitter mit Gott. Sicherlich gab es die Phasen, wo du bestimmt ihn auch angeklagt hast, aber ich habe da ein Zitat von dir, und vielleicht können wir das auch mal einblenden. Am zweiten Jahrestag von Sarahs Tod, und da schreibst du: Ich könnte lebensmüde sein, ich bin es nicht. Ich könnte Gott anklagen und verspüre kein Bedürfnis danach. Das Leben ist ein Geschenk und seine Wege sind nicht meine. Ich verstehe, wenn Menschen, die existenzielle Verluste erleben, an Gott und der Welt verzweifeln. Dass ich es nicht tue, ist reine Gnade. Tut es deswegen nur ein Müh weniger weh? Nein. Und Anna, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ich kenne so viele Menschen, die Schlimmes erlebt haben und die verharren in dieser Herzenshaltung, wo sie sagen, ein liebender Gott kann sowas nicht zulassen, Ärger, Zorn auf Gott und da auch den Weg nicht mehr rausfinden. Und du schreibst, dass du das verstehen kannst und trotzdem konntest du irgendwie dich mit diesem Vers aus Hiob irgendwie das an dich heranlassen, wo Hiob, als er seine Familie verliert, sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Du sagst, es ist Gnade, aber was hilft in solchen Menschen, wo man in Bitterkeit gegenüber Gott verharren möchte, da rauszukommen? Also zuerst mal, ich habe in dem Satz geschrieben, dass es nicht mein Reaktionsmuster war, zu klagen. Ich glaube, dass es da auch noch eine 2.0-Version von zu erzählen gibt, damit das Bild komplett ist. Denn ich bin in einer charismatischen Gemeinde groß geworden. Ich bin die ganze Zeit meines Lebens mit einer Prägung groß geworden, die sagt, wenn du die Wahl hast zwischen Klagen und Loben, entscheide dich für Loben, weil Loben zieht nach oben. Man kennt so diese Sprüche, ne? Also die du als Lobpreisleiter ja selber irgendwie auch gehabt hast. Und ich stand bis dahin diesem Wissen, dass von den 150 Psalmen, die in der Bibel ja als unser Lehrbuch für Lobpreis und Anbetung drinstehen, 65 Klagepsalmen sind, stand ich relativ emotionslos gegenüber. Das war ein Fakt, aber irgendwie auch vor Jesus, und das habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig ernst genommen. Und hinterher habe ich natürlich mal angefangen zu überlegen, warum ist das so? Warum ist fast die Hälfte der Psalmen Klagepsalmen und warum haben wir die wegrevidiert aus unserer modernen Worship-Kultur? Das ist ein ganz großer Fehler. Es ist ein ganz großer Fehler, dass wir das gemacht haben, weil wenn wir Menschen nicht auch für die schweren Zeiten ihres Lebens Gebete leihen und Klagen leihen, dann werden sie sprachlos gegenüber Gott. Und Sprachlosigkeit führt immer zu Beziehungsverlust. Das heißt, wenn ich Leuten keine Zeilen gebe, die ihre Klage Gott gegenüber zum Ausdruck bringen können, werden sie ihre Sprache verlieren, weil sie viele der Texte, die wir heute Morgen gesungen haben, die im Chor Wahrheit sind, hätte ich in der ersten Zeit nicht singen können. Und die Frage ist, habe ich dann keine Lieder oder welche Lieder habe ich dann? Ich habe irgendwann angefangen, solche Lieder zu schreiben. Zwei hören wir noch am Ende des Gottesdienstes davon, die das ausdrücken, wo Vertrauen auf Zerbruch trifft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein so ein blinder Fleck in vielen Gemeinden. Du hast gefragt, was hilft Menschen? Es hilft Menschen, klagen zu können, klagen zu lernen. Manche tun das intuitiv, weil das einfach die einzige Reaktion ist, die ihnen im Moment Gott gegenüber noch zur
Verfügung steht. Ich hatte da so eine gewisse Zurückhaltung aufgrund meiner geistlichen Prägung und habe dann irgendwann verstanden, diese Zurückhaltung ist total unnötig. Ich muss Gott nichts vormachen. Ich muss auch keine Fassade wahren. Und das stimmte trotzdem, das andere. Und ich meine das auch so. Es war ein Riesengeschenk, den Glauben behalten zu können. Aber ich habe Phasen gehabt, in denen ich gemerkt habe, das ist mein Weg. Das ist meine Art, umzugehen damit. Und die brauchte auch die Phasen, wenn ich seelsorgerlich für Gemeinden denke und für Menschen denke, dann sage ich, ganz, ganz viele Menschen werden nur über die Klage wieder zu Gott finden. Arne, du hast beschrieben, du bist natürlich damals getragen worden von vielen Menschen. Viele haben gebetet auf allen Kontinenten. Und in deinem Buch gibt es dann diesen Teil, wo du beschreibst, was in dieser absoluten Krisenphase für dich oder für euch als Familie hilfreich war. Und auch vereinzelte Situationen, die dich verletzt haben, die dich geärgert haben, wo du dir nicht vorstellen konntest, wie jemand so unsensibel mit euch umgehen konnte. Wenn jetzt Menschen durch schwierige Zeiten gehen, durch Trauer gehen, und das löst ja auch bei den Menschen um sie herum eine gewisse Unsicherheit aus, wie begegne ich denn der Person? Was kann ich denn sagen, damit ich nichts Falsches sage? Wie kann ich ermutigend sein, ohne banal und platt rüberzukommen? Wenn du jetzt mal einfach aus deiner eigenen Erfahrung sprichst, welche Reaktionen der Menschen haben dir am meisten geholfen? Wie hast du dir gewünscht, dass man mit dir umgeht? Was ist wichtig, wenn man Menschen begegnet, die so eine existenzielle Krise erleben? Ich fange mal ein klein bisschen provokativ an. Bitte sagt nicht einem Vater, der gerade sein Kind verloren hat, ist es nicht schön zu wissen, dass Sarah jetzt bei Jesus ist. Bitte tut das nicht. Macht das nicht. Euer Gefühl für Anstand verbietet euch das schon, das zu sagen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das hilft nicht und es tröstet nicht. Das ist in dem Moment nur eine Phrase. Für denjenigen, der gerade glaubt, ist das in dem Moment nur eine Phrase. Und Phrasen gibt es in Bezug auf Trauer wirklich mehr als genug. Ne? Das wird schon. Sie musste wenigstens nicht leiden. Also kann man da nicht alles hören in dem Kontext? Oder ihr könnt noch Kinder haben oder ihr könnt noch ein Kind adoptieren oder so. Also man kann ganz viele Sachen sagen. Wenn es euch nichts kostet, das zu sagen, was ihr sagt, sagt nichts. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was ich Leuten mitgeben kann. Und du hast Hiob angesprochen. Das Coole mit seinen Freunden ist, 7 Tage machen sie alles richtig. Sie kommen, sie zerreißen ihre Obergewänder, das war damals so Sitte, und dann schweigen sie und weinen sie. Und das ist der beste Dienst, den sie Hiob tun können. Und dann am 7. Tag fangen sie an zu reden. Und dann machen sie alles wieder kaputt, was sie in den ersten 7 Tagen gemacht haben. Sie klagen ihn an, sie suchen Gründe dafür, warum das wohl passiert ist und so weiter. Und das führt zu einem riesen Disput und auch zu Krawall im Herzen bei Hiob und ist, glaube ich, ein ganz schönes Lehrstück aus der Bibel, um zu verstehen, dass das, was am allermeisten hilft in Trauer, überhaupt nicht Worte sind, sondern Berührung. Und dass das vielleicht nicht der erste Impuls ist, aber dass die Leute, die stammelnd vor dir stehen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen will, dass die es genau richtig machen. Weil du weißt auch nicht, was du antworten sollst. Und das heißt, was uns geholfen hat, waren Leute, die konkrete Angebote gemacht haben, die gesagt haben, ich möchte diese Woche für euch kochen, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Und als sie dann gekommen sind, haben sie den Topf an die Tür gehängt und haben nicht noch geklingelt und jetzt gesagt, Arne, und jetzt sag doch mal, wie geht's dir denn jetzt gerade? Wie soll ich denn sagen, wie es mir gerade geht, wenn ich nicht weiß, ob es mir jemals wieder gut gehen wird? Und genau so fühlt es sich an. Das heißt, diese Lücke zu wahren, das Schweigen zu wahren, ist eine der größten Gaben, die man einem trauernden Menschen geben kann und gleichzeitig ganz konkret zu helfen. Da war eine Nachbarin, die rief an und sagte, ich stehe gerade im Rewe, was kann ich euch mitbringen? Und auf der anderen Seite die Nachbarin, die hat in dem Winter 2014 kam bei uns sehr früh Schnee. Ich weiß, kennt ihr hier gar nicht. Aber wir eigentlich auch nicht in dem Jahr schon. Und die haben jeden Tag unseren Gehweg gekehrt. Die haben nicht einen Ton mit uns über den Verlust gesprochen. Das kam erst viel später, aber die haben jeden Tag den Gehweg gekehrt. Und das war so ein kleines Zeichen von, ihr habt so viel Last im Moment zu tragen und wir nehmen euch eine kleine Last davon ab.
Ich glaube, dass dieses Empfinden zu haben, Barmherzigkeit drückt sich in Handlungen aus und in Liebe aus und nicht in erster Linie in Sätzen. Und Sätze kosten oft so wenig. Worte, die nichts kosten, sind kein Trost. Du hast ja auch geschrieben, dass es gar nicht Worte waren, sondern ein Bild, das euch am meisten gedient hat in dieser Zeit, wo Menschen versucht haben, euch zu trösten, dem Ausdruck zu verleihen, was sie in ihrem Herzen empfinden. Und vielleicht können wir das Bild einfach mal einblenden. Das war eine Freundin von euch, glaube ich, die euch das geschickt hat, in eine Zeit rein, wo auch diese geistlichen Eindrücke von Menschen euch geholfen haben, mit der Situation umzugehen. Was gibt es zu diesem Bild zu sagen, Arne? Ja, 7.9. Sonntag, eine befreundete Grafikerin hat sich am Mittag, diesem Sonntagmittag nach dem Gottesdienst zurückgezogen, während ihre Familie irgendwie außer Haus war und wollte beten und hat dann vor ihrem inneren Auge nur ein Mädchen an Schläuchen auf der Intensivstation gesehen, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, und ist dann irgendwann wütend geworden und hat gesagt, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die ganze Wahrheit. Und hat dann gesagt, und weil ich es nicht anders machen konnte, habe ich es dann einfach begonnen zu malen, was ich sehe. Und hat dieses Bild gemalt. Und dieses Bild war dann, es ist im Buch und in der CD und war im Abschiedsgottesdienst auf dem Liedblatt steht als im Original immer noch in unserem Wohnzimmer. Und es erinnert uns daran, dass diese Hand Gottes groß genug ist, dass Sarah und wir darin Platz haben. Dass das ein guter Ort ist, ist natürlich nur ein Bild, aber dieses Bild hat vielleicht gerade in der Friedlichkeit, in der Sarah da ist, für mich ist dieses Mädchen natürlich meine Tochter, hat für mich ganz, ganz viel ausgesagt, und das tut es nach wie vor. Ich glaube, dass dieses Empfinden in dem Tumult, durch den man geht, und dieser Tumult hält sehr lange an. Irgendwann wird der Schmerz tauber und man weint nicht mehr jeden Tag. Wenn man so bewusst auf die Trauer zugeht, dann ist der Schmerz sehr, sehr lange sehr präsent. Und dann hilft es in der Vorstellung zu sagen, das ist alles gut aufgehoben. Jede Träne ist dort in dieser Hand aufgehoben. Jedes Empfinden von Zerbruch ist dort gut aufgehoben. Das Bild, das gibt ja auch eine geistliche Realität weiter, das Wissen darum, dass Sarah in Gottes Hand geborgen ist, dass alle Menschen, die von uns gehen, die ihr Vertrauen in Jesus setzen, in Gottes Hand geborgen sind. Anne, mich würde interessieren, was gibt dir Hoffnung jetzt im Jetzt? Du hast geschrieben, mein Kind wird nie zurückkommen, nichts kann den Menschen ersetzen, der Verlust bleibt, und dennoch gibst du weiter Gott die Ehre mit deinem Leben, du möchtest ihm dienen. Kannst du ein bisschen erzählen, vielleicht auch für Menschen, die noch gar nicht so sehr viel über Gott wissen oder über die Hoffnung in Jesus, was gibt dir Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht? Ich glaube, eine der wesentlichen Fragen am Anfang war, warum bin ich noch hier? Weil es wäre so naheliegend gewesen, dass ich gehe. Ich war zu dem Zeitpunkt 47, ich habe einen guten Teil des Lebens hinter mir gehabt, und dass Gott also die Wahl getroffen hätte zu sagen, dieses Auto schlägt 10 Millisekunden früher ein. Oder wie immer lange dieser halbe Meter ist zwischen hinter dem Vordersitz und da, wo ich sitze. Das ist ja, damit muss ich ja erstmal fertig werden, überhaupt mit diesem Gedanken, warum sie, warum nicht ich? Ich hätte jederzeit mit ihr getauscht. Und das stellt aber dann irgendwann die Frage, wenn man sein Leben als aus Gottes Hand gegeben empfindet, was mache ich da mit dem Rest meines Lebens? Und ich kann jetzt entweder die ganze Zeit rückwärtsgewandt leben und kann sagen, ich bin ein zerbrochener Mensch. Ich habe mein Leben lang Gott gedient, in dem Sinne, wie, was man so darunter versteht als Mensch, und Lieder geschrieben und Leute ermutigt, Gott nachzufolgen, und schau, was du davon hast. Das wäre ja so eine reale und durchaus nachvollziehbare Reaktion auf das Ganze. Oder zu sagen, wenn ich also noch hier bin, dann hat Gott sich dabei was gedacht, und ich muss herausfinden, was ich,
was ich tue. Wofür bin ich dann noch hier, diese letzten, wie auch immer, viele Jahre, die mir gegeben sind? Und wie will ich sie füllen? Und ich habe dann irgendwann verstanden, dass ein Teil meines Weges ist, darüber zu reden. Dass es zu meiner Persönlichkeit passt, zu meinen Gaben passt, das zu tun. Und dass es ein Teil dessen ist, was ich tue, Menschen zu erzählen, wie man mit Trauer umgehen kann, weil es so ein großes Tabu ist. Ne? Weil sehr viele Gemeinden, und jetzt sage ich es auch mal, gerade charismatische Gemeinden, wo die Vorstellung mit Trauer und Klage umzugehen, auch mit der eigenen Theologie clasht manchmal, zu sagen, wie finde ich einen Weg, die beides versöhnt und miteinander in Einklang bringt, ohne dass man sich verbiegen muss und sagen muss, ich habe so eine geistliche Vorstellung und dann habe ich aber auch noch eine seelsorgerliche und die haben nichts miteinander zu tun und irgendwo dazwischen eier ich irgendwie rum, sobald jemand krank wird und nicht gesund wird. Sondern stirbt. Und ich glaube, das ist ein Teil des Ganzen, also zu wissen, dass das dann eine Aufgabe ist. Ich sehe mich nicht als Trauerbade für den Rest meines Lebens. Ich glaube, dass da noch andere Dinge sind, die ich zu tun und zu sagen habe, aber unter anderem auch für mein anderes Kind da zu sein, ne? Und dafür zu sorgen, dass unsere Ehe, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet seit diesem Sommer und die letzten 8 Jahre zählen für mich doppelt, weil sie doppelt hart waren irgendwie, das zu überleben und zu sagen, ich möchte das schaffen, ich möchte den Weg auch da zu Ende gehen. Ich habe irgendwann mal mit meiner Frau unterhalten und ich habe gesagt, Anja, es wäre für mich unerträglich, wenn ich irgendwann Sarah gegenüberstehen müsste und sagen müsste, sorry, Mama und Papa haben das leider nicht geschafft. Wir sind an deinem Verlust, das hat unsere Ehe zerfetzt. Am Ende konnten wir nichts dagegen tun. Sie fand das pathetisch und hat gesagt, darauf kann ich nicht Rücksicht nehmen. Wenn unsere Ehe das nicht mehr hergibt, dann kann ich nicht sagen, ich bleibe nur aus so einem Motiv dabei stehen. Und ich verstehe das. Aber für mich ist es, wenn ihr so einen Blick in meine Seele werft, dann findet ihr darin sowas, ich bin ein Kämpfer gewesen mein ganzes Leben lang. Es hat viele Gründe. Und das heißt auch, Kämpfer gucken immer nach vorne. Also wenn du nach hinten guckst, bist du tot. Dann landet dir ein Schwert im Rücken. Das, also mal in diesem martialischen Bild von Herr der Ringe oder was immer man sich dann so vorstellt. Und dieses nach vorne schauen heißt auch zu sagen, es gibt eine Zukunft, es gibt ein Leben mit den Narben und es gibt ein Leben mit Verwundungen. Und was mir sehr geholfen hat, wenn ich das erzählen darf, ist diese Kunstform Kintsugi. So ein Kaiser im 15. Jahrhundert hat eine Vase zerbrochen, eine kostbare Vase, und hat die Kunsthandwerker am Hof gebeten, die heil zu machen. Aber nicht so the postmodern way, wo man so lange da rummoduliert und so, bis man keine Bruchstelle mehr sieht, sondern so, dass er gesagt hat, ich möchte gerade, dass die Bruchstellen sichtbar werden, indem ihr irgend so einen Lack, meinetwegen aus Gold und Silber, nehmt und damit diese Bruchstellen zumacht, damit das Ganze wieder ein komplettes Gefäß ist. Und daraus ist diese Kunstform Kintsugi geworden. Und ich finde dieses Bild so schön, dass ich im Prinzip ein Kintsugi-Herz habe. Dass ich ein Herz habe, was von Gott, manche haben ja so dieses Gefühl, Gott macht alles neu, wäre so wie, da ist ein weißes Blatt Papier vor mir. Oder es ist weggewischt wie so eine Tafel, die gewischt worden ist und die wieder leer ist. Aber das ist nicht wie Gott macht alles neu gemeint ist im Leben, davon bin ich fest überzeugt, sondern gemeint ist, du nimmst deine Geschichte mit, du nimmst deine Verletzungen und deine Narben und das, was dir wehgetan hat und auch was erheblichen Schaden angerichtet hat. Das nimmst du mit in deiner Geschichte und Gott begegnet dir mit seiner Liebe in dieser Geschichte, mit der Geschichte, und du lebst mit der Geschichte und mit Gott weiter, und das geht manchmal schief und manchmal nicht schief, und Gottes Versprechen ist, dass er dieses Klebemittel ist, was die Verletzungen und die Wunden und die Bruchstellen zusammenkittet, wenn du das zulässt. Für mich hilft das Bild sehr, zu sagen, ich bin der ich bin, mit meiner Geschichte, mit meiner Historie, mit meiner Identität, und bleibe das auch. Und in dem kann Gott was damit machen. Anne, ich habe noch eine Frage an dich. Wenn jetzt hier heute Morgen jemand sitzt oder auch im Livestream zuguckt, der gerade durch eine richtig, richtig schwierige Zeit geht und der Mut fasst, wenn er dich sieht und denkt,
das, was dieser Mann erlebt hat, das ist so furchtbar und trotzdem kann er einigermaßen aufgeräumt heute darüber sprechen und die Person denkt, da möchte ich hinkommen. Was wäre die eine Sache, die du einer Person zusprechen würdest, die voll mitten in der Krise steckt, ganz am Anfang, was ihr Hoffnung machen könnte? Wenn es diese eine Sache gäbe, dann wäre das so viel einfacher. Bete, wenn du beten kannst. Trink ein Glas Rotwein, wenn du ein Glas Rotwein brauchst. Sprich mit Menschen, igel dich nicht ein. Und wenn du nicht sprechen kannst, lehn dich an. Lehn nicht die Anlehnung ab, denn die brauchst du auf jeden Fall. Lass dir Zeit, lass anderen Leuten Zeit. Nimm Worte, die etwas mit unbedacht, aber nicht bösartig sind, nicht übel, sondern versuch dahinter das Herz zu sehen, was Barmherzigkeit ausdrücken will und es nicht besser kann. Und denk dran, wenn du in der Situation zum ersten Mal wärst, würdest du auch rumstammeln. Nimm deine Freunde wahr, die für dich da sind. Und gib ihnen Raum. Und umgib dich nicht mit Leuten, die dir nicht gut tun. Arne, du wirst jetzt noch zwei Lieder für uns singen. Und sag uns doch ganz kurz, was sind das für Lieder? Das erste Lied ist ein sehr krasser Song, weil ich weiß nicht, wer sich an die erste Staffel Sing meinen Song erinnert. Da war damals der Gabalier, Alexander Gabalier heißt er, glaube ich, mit Xavier Naidoo zusammen in dieser ersten Staffel. Und Xavier sang von ihm den Song Einmal sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, wie man das auf Dialekt sagt. Markus Kohl, ein Songwriter-Kollege von mir, kam zu uns zum Songschreiben und sagte, Arne, mich hat das sehr berührt, aber mir hat die Auferstehungshoffnung gefehlt in dem Song. Können wir nicht so einen Song schreiben? Haben wir gemacht, das war 4 Wochen vor unserem Unfall. Und man denkt ja über diese Sachen nach. Wir haben das Lied dann am Bett auf der Intensivstation am letzten Tag gehört, das Demo, was ich 4 Wochen vorher gemacht habe. Und das geht sehr, sehr mit mir mit, dieses Lied. Das andere ist, 2016 war die Jahreslosung, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich finde, diese beiden Lieder drücken beides aus. Ne? Diese Ewigkeitshoffnung, ohne die wir schlecht leben können, wenn wir einen Menschen bis zum Tod vermissen werden. Und auf der anderen Seite zu sagen, Gottes Trost kann sehr real werden.